Hallo liebe Youngtimer-Fans, es ist wieder geschafft, eine Woche rum, wir haben 11 Uhr und da heißt es bei uns wieder schon über 30 und kein bisschen leise. Und mit dabei ist der liebe Jörg, hallo. Hallo René, hallo liebe Zuschauer. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Genau. Und ja, es hat sich was getan hier, ne? Ihr seht es im Hintergrund schon stehen. Jörg hat da mal was besorgt. Ganz ja. Klein wenig größer als unser kleiner John Deere Bobcat. Oh, das ist der große Bruder praktisch dazu oder so. Ne? Ja, der hat aber reichlich Kraftfutter gekriegt, würde ich sagen. Hier. Kein 5000 Liter in die Schaufel rein, aber ja, der passt schon, denke ich, ganz gut hierher. Oder? Doch. Also, doch, also vom Baujahr auf alle Fälle. Und ja, ne? wir denken groß. Genau. Think big und wir klotzen und wir kleckern nicht. Genau, so ist es. Ne? Ja, und wenn wir einmal dabei sind, dann gehen wir gleich mal noch einen Schritt hier vor. Gab ja das Problem mit unserer Futtermischanlage. Die hat er übrigens noch für einen Wasserschlauch gesorgt, dass wir auch mal ein bisschen die Fahrzeuge sauber machen können. Und dann hat Jörg hier noch diese Futtermischanlage gefunden und die passt, wie er gesagt hat, wie Faust auf Auge und da kann ich mich nur nahtlos anschließen an deine Meinung. Ich denke, also auf jeden Fall ist das Bild nicht schlechter wie vorher und ja, nee, das ist schon, wie gesagt, das ist ja auch irgendwo ein bekannter Mod oder zumindest die Optik ist bekannt. Mhm. Ne, das ist ja der eine Vermender von viele Kalle. Karten ist das, glaube ich, auch. Und ja, irgendjemand hat da jetzt ein Futtermittel reingebaut. Hm. Habe ich bei YouTube gefunden, frag mich nicht wie. Ich habe irgendwie ein bisschen bei Google was eingetippt und da kam ein YouTube-Mod-Vorstellung von dem Teil. Hab das vorher wirklich noch nie gesehen. Hm. Aber gut. Es funktioniert und das ist die Hauptsache. Also man kann sogar in dem Teil Schweinefutter mischen, aber da haben wir ja den anderen. Da haben wir den anderen. Ja, und ich finde noch einen Vorteil, dass wir jetzt eine andere Anlage haben wie auf der Frühling. Mhm. Na, dass wir zwei verschiedene haben, auch wenn, wie du schon sagst, es ist im Prinzip ist es ein rundes Silo, aber die inneren Werte zählen ja. Genau, eben. Gut. Und da haben wir uns jetzt überlegt, werden wir auch gleich erstmal beginnen. Silage ist jetzt drin, was sind die 40.000 Liter? Mhm. Dass wir da vielleicht noch die kleinen Fahrzeuge uns holen, sprich den Bobcat. Und wo haben wir noch einen Frontlader dran? Am Intrag? Am Intrag ist ein Frontlader noch dran. Ja. Und haben wir da auch eine Gabel dazu oder einen Spieß? Die ist auch schon dran. Oh. Ballengabel ist auch schon dran. Ja, und dass wir da jeder jetzt mal noch ein paar Ballen hier rein buxieren, dass das endlich laufen kann. Mhm. Denn wir haben es jetzt fast 14 Uhr auf der Karte. Ich denke, nach der Aufnahme werden wir dann auch die Nacht überspringen und können dann im nächsten Step, in der nächsten Folge, uns ein paar Kühe schon in den Stall stellen. Genau, dann probieren wir dann auch mal aus, ob wir mit unserem Viehwagen auch... hier die kleinen, die Kälber und so weiter Brotto fahren können. Ne? Wo wir uns das letzte Mal nicht dran getraut haben. Bei den genau, das probieren wir auf jeden Fall aus und das werden wir auch mal wirklich in der Aufnahme probieren. Genau. Und dann sind wir schlauer. Eben. So, na dann, ich würde heute mal Intrag fahren wollen. Ich habe ja, den noch gar nicht so richtig bewegt. Mach das. Und dann holen wir uns mal ein paar Ballen. Na, Balu, alte Flitzpiepe. Hm? Hallo? Du willst nichts von mir wissen. Na, ich denk's da auch, he? Du bist doch ein Feiner. Aber der ist stumm hier auf der Karte. Ist das schon mal aufgefallen? Nee. Wenn du den streichelst, dann schmeißt er sich doch so hin und rollt sie und dann macht er da. Macht er hier nie. Probier du mal. Echt? Nee, stimmt. Huh, haben sie dir die Stimme geklaut?
Oh wei, oh wei, oh wei. Du armer Kerl. Na gut. Du hast schon Ballen ausgelagert hier. Ich habe hier schon mal rausgetan, ja. Oh, da muss ich mal gucken, ob ich da an die Obersten überhaupt mit meinem. Sonst muss Ob ich ich die da. nehmen. Musst du die nehmen, ja. Dann nehme ich die Strohballen und du nimmst vielleicht die Heuballen. So, Wauzi, aufgepasst. Der Ballenspieß ist ziemlich spitz vorn. Tja, das stört ihn aber gar nicht. Der rennt mir hier vor dem Trecker rum. So. Na, mit dem sollte das jetzt hier kein Problem sein, hier oben ranzukommen. Oder nimm du mal den Ersten weg. Oh, nicht umschmeißen, bloß anpieken und wegfahren. Das wäre eigentlich der Plan. So. Immer die Last nach unten. Das haben wir irgendwo mal gelernt, wo wir einen Staplerschein gemacht haben. Also ich zumindest. Hast du einen Nee, Staplerschein? habe ich noch nie, habe ich nie gebraucht. Habe ich nie ge ah, jetzt war ich auch mal mutig. Jetzt gucke ich mal, ob ich auch zwei Stück Oh, mit dem Kleinen. das könnte natürlich noch spannend werden. Warte mal, ich bleib mal da. Jetzt muss ich mal gucken. Und? Nee. Funktioniert. Macht er. Macht er. Sehr gut. So, dann packt man die hier vor dieses kleine Stück Leitplanke. Und dann sollten die hier verarbeitet werden. Zack. Und weg sind sie. Sehr schöne Sache. Wie viel Liter war so ein Strohballen? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Kann ich habe jetzt 10.000 oder 5.000 müssten einer 10.000. sein. Also haben wir 30.000. Also könnten wir noch zwei Stroh dazu nehmen. Machen wir 8 Stroh, 8 Heu. Ja. So. Puh. Dann lade ich gleich noch zwei aus, wenn du es weg hast. Ja, ne, ich passe nebenbei noch auf die Hühner auf. Das steckt halt so drin, ne? Es sind nur virtuelle Hühner, aber ja. Ja. Ja, muss schon so sein. Ja, jetzt habe ich noch mit Jörg vor der Aufnahme gesprochen. Ist diese Woche ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, eine komische Situation. Und zwar, wenn ihr jetzt die Folge seht, ist das meine Spätschichtwoche gewesen. Und da haben wir leider keinen Termin gefunden zum Aufnehmen. Also haben wir das in der vergangenen Woche am Donnerstag aufgenommen. Sprich am 31. Und am Dienstag, den 29., haben wir die alte Liebe aufgenommen. Jetzt ist jetzt das Problem, dass wir innerhalb von nicht mal 48 Stunden, kann man sagen, ja eigentlich gar nichts weiter erlebt haben, ne? Außer ein bisschen Arbeit. Und da habe ich noch gesagt, es könnte noch sein, dass wir dann gar nichts zu erzählen haben. Deswegen war jetzt meine Meinung, wir spielen da mit offenen Karten und sagen, okay, die Aufnahmen sind beide in einer Woche entstanden. Wir müssen heute durch Arbeit glänzen. Ja, irgendwie. Das ist nicht, oder wir haben noch irgendwie einen Lichtblitz. Da sonst noch irgendwas Gutes einfällt. Jetzt stehen die natürlich längs hintereinander, da wird es mit zwei Ballen anpieksen. Schwierig. Ja, durch das Dach ist es ein bisschen enge wahrscheinlich. Da Naja, könnten ne, die ich Hänge nicht versuch mal auf stehen. die eine Seite ein und dann nochmal ranzufahren. Mal sehen, ob das irgendwie gelingt. So, ein haben wir, Stück zurück.
kommen da mitten drin raus. Okay, das ist natürlich. Naja, ist ja nicht so schlimm. Hätten wir jetzt die Anhänger hier nicht stehen, wäre es vielleicht was einfacher. So, warte mal, erstmal runternehmen hier den ganzen Kram. Wo bist du? Gut, das stand ich hier. Ja, jetzt hat es den Hahn erwischt. Ja, in meiner Spätschichtwoche hat es leider nicht funktioniert. Da haben wir keinen Termin gefunden, keinen gemeinsamen. Wie das halt manchmal so ist, ne? Eben, passiert. Ich mach nichts. Und da hatte mir Jörg letzte Woche angeboten, Mensch, wir könnten doch am Donnerstag. Ist für mich ja gar kein Problem. Wir in Sachsen haben Feiertag, den Reformationstag. Du warst ja arbeiten, ne? Ich war heute arbeiten, ja. Wir haben ja morgen Feiertag. Aber da geht's uns immer noch besser. Wie denn Hessen? Die haben überhaupt keinen Feiertag. Die haben weder den Reformationstag noch alle Heiligen. Die haben gar nicht. Die haben Schweine, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das ging mir auch durch den Kopf. Nee, das war früher immer so, immer schön. Wir hatten ja früher Wein, also Weinberge. Und da hatten wir ja früher, da gab es ja noch diese Vollernter noch nicht, da hatten wir immer so die Frauen hier aus dem Dorf, die haben sich da im Herbst ein bisschen was dazu verdient. Ne? Und die haben dann immer so mit meinem Opa, der war ja damals noch auf der, hat noch gelebt, und da waren wir da immer dann im Herbst jetzt, da war die Weinlese war auch noch ein bisschen später, die hat meistens so Mitte Oktober angefangen und ging dann bis in den November teilweise. Und da haben die Frauen haben dann immer gesagt, also am 1. November können wir keine Trauben lesen gehen. Da müssen wir nach Frankfurt auf die Zeil zum Einkaufen. Mhm. Weil das ist so, weil bei uns halt Feiertag ist am 1. November, und dann fahren halt viele so Einkauftouristen ins drüber über den Rhein, ins Hessische, dann zum Einkaufen. Ja, ja. Und da haben die immer gesagt, und haben Ding, und mein Opa hat das beim ersten Mal hat er das gesagt, naja, wir müssen doch, die Trauben, die müssen doch weg. Und die haben sich da halt, haben sich halt einen kleinen Spaß draus gemacht. Ne? Ja. Also, dann so Erinnerungen. Ja, das ist bei uns auch oft gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber von mir aus ist es nicht sehr weit bis nach Thüringen, bis nach Altenburg. Gleich mal ein paar Grüße an Mike N. an dieser Stelle. Hat sich zwar jetzt lange Zeit nicht geäußert, aber wie wir gehört haben, geht es dir gerade nicht ganz so gut. Gute Besserung auf jeden Fall. Und ja, jedenfalls, wenn bei uns in Sachsen Feiertag ist, haben das auch viele genutzt und sind dann halt am Wochenende oder an diesem Feiertag vielmehr zum Einkaufen nach Altenburg, nach Thüringen gefahren. Wenn es bloß ins Kaufland war oder was weiß ich. Also, gut, ich würde es nicht machen, aber manchen war halt vielleicht langweilig am Feiertag. Ja, also ich weiß zum Beispiel, das ist auch nicht weit von meinem Arbeitsplatz, ist auch noch teilweise Hessen, und da ist ein großes Einkaufszentrum. Da ist an dem Tag morgen die Hölle los. Das ist das Dreieck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen. Und da geht Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind da alle in dem Einkaufszentrum und drehen sich die Füße platt, mehr oder weniger. Also das war es zumindest früher, ob das heute noch so ist, weiß ich jetzt mit Sicherheit auch nicht. Aber da ist wirklich, da ist einiges los. Ja, gut. Guck mal kurz ins Menü rein, wie das jetzt hier aussieht. Wir haben 41.000 Silage, 40.000 Stroh und Heu 37.000 knapp. Das sieht doch gut aus. Ja. Kannst du gleich stoppen? Mach mal. Gucken wir mal. Was haben wir im Stall? Müssen wir da auch noch ein bisschen Stroh reinfahren? Wenn wir schon dabei sind. Ach so, ja, das könntest du ja noch machen, wenn du magst. Ich habe mal noch. Bloß das mal sehe ich ja noch gar nicht. Wir haben noch gar keine Tiere, da sehe ich das noch. Na, die Strohplane müsstest du aber sehen. Ja, ein bisschen, also 5000 Liter sind drin.
Denn du hattest ja hier schon mal, du hattest ja hier schon mal testweise was reingeschmissen. Genau. Einen hatte ich mal reingeschmissen, da können wir vielleicht noch, schmeiß ich mal noch zwei dazu. Genau, und ich mach mal eins noch, ich setze mich noch mal fix in den Radlader rein und drehe mit dem noch eine kleine Runde. Diesmal auch ohne das ersten Anhänger zu schmeißen. Ja, stimmt, kam ja letztens in den Kommentaren. Ja, hättest du einfacher haben können. Stimmt. Es entgeht nichts. Ne? Nee. Dabei habe ich gedacht, das sieht gar niemand hier, was wir hier treiben. Ja, eben. Kommt irgendwann zu, ne? So. Mal ein bisschen ankippen hier, dass wir die Schaufel voll kriegen. Ja, 5000 Liter. Ordentliche Menge. Ein schöner, detaillierter Mod, ne? Also ich finde, der sieht recht gut aus, der John Deere Lader hier. So. Vielleicht nutzen wir den heute gleich mal. Wir brauchen ja noch ein Bild hier für diese Folge. Genau, den nehmen wir gleich mal. So. So, denke ich, sieht das doch gut aus. Also, funktioniert das Stück. Futtermischer funktioniert. Dann sollte das heute passen. Hydraulik geht aber sehr, sehr zackig hier. Uiuiui. So. Das Einzige ist, beim Aussteigen glitsche ich immer in den Hinterreifen. Also so dazwischen. Eigentlich schon an der Tür, aber jetzt gerade eben war ich mitten im Hinterrad gelandet. Und vielleicht bin ich einfach bloß blöd ausgestiegen. So, des Weiteren haben wir heute vor, unser Feld hier oben, wo wir letztens zugange waren. Mais wollten wir ausbringen, ne? Genau, jawohl. Und brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Saatgut? Jörg hat noch eine Einzelkorn-Sämaschine gefunden. Das sehen wir auch gleich. Wir säen und wir sehen sie. Aber ich würde mal den Unimog hier, der ist schon vorbereitet mit Saatgutsäcken, vielleicht noch mit hochnehmen, weil so viel geht ja in die kleinen Behälter nicht rein. Ne? Nee, eben. Stellen wir mit denen da oben hin. Nicht mehr rennen. Auf. Da oben haben wir ja einen gesehen. Du bist falsch. Tja, hab auch noch gesagt, es mag ja nichts schief gehen heute. es war draußen der große Acker, ne? Der am Hang oben, ganz. Der Schräge. Der Schräge. Aber du kannst rein theoretisch, bist du gar nicht so falsch. Du kannst auch da oben rumfahren können. Ja, stimmt, hätte ich auch machen können. Aber ja. Da kenne ich wieder die Strecke nicht so und das könnte wieder ganz, ganz böse enden. Ja. Na? Nee, ich fahre mal die Strecke, die ich kenne. So. Stimmt, jetzt wo du es auch sagst, auf das kleine Feld Mais macht ja gar keinen Sinn. Nee, das hatten wir ja auch letzte Woche eingesät. So. Ja gut, aber während wir jetzt da hinfahren, ist das vielleicht eine ganz gute Zeit für die... wie immer, oder wie die letzten Monate, das ist jetzt schon, ich weiß gar nicht, wann wir mit angefangen haben, an welchem
Gute Frage. Im Frühjahr, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht mehr. Aber es spielt jetzt spielt ja keine große Rolle. Also Alex hat uns natürlich wieder eine Frage dagelassen. Und die... Oh, der kam jetzt aber... Habt ihr es gesehen? Leute, ich habe das Beweisfoto, Beweisvideo. Der Zug, die Lok war auf der Straßenmitte schon und da war die Schranke noch nicht mal zu. Genau. Ich habe es auch gesehen. Boah, das ist ja... Also du hast ja keine Chance, ne, wenn der kommt. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Der schießt dich irgendwo ins Nirgendwo. Ja, so, gut, aber wir waren abgekommen, du hast eine Frage oder Alex hat eine Frage. Genau, die Alex hat eine Frage bei uns. Und zwar auch schon so in Bezug nehmend in 14 Tagen circa. Ne, oder nee, weil man die Aufnahme ja, wenn die ja rauskommt, da ist es ja schon, da ist es ja überhaupt nicht mehr lang. Da kommt ja schon bald LS 25 und dazu in der Richtung geht auch die Frage heute. Und zwar fragt die Alex, wenn ihr jetzt so ein neues Spiel habt, euch gekauft habt, wie ist da eure Vorgehensweise? Fangt ihr einfach an zu spielen, ohne irgendwie, oder lest ihr vorher euch die Beschreibung durch, schaut ihr euch ein Tutorial an oder spielt selbst das Tutorial durch, wenn eins dabei ist? So, wie ist da eure Herangehensweise, wenn ihr ein neues Spiel einfällt? Also jetzt nicht nur der LS, sondern auch gerne bei irgendeinem anderen Spiel. No? Sehr schöne Frage. Und du hast wohl Saatgut drin, ne? Ich hatte schon mal aufgefüllt, bevor ich losgefahren bin. Genau. Ich würde mir jetzt mal, ich muss jetzt mal den schnellen Weg gehen. Und muss mal zurück zum Hof beamen. Und ja, jetzt willst du ja bestimmt eine Antwort haben. Von mir zumindest als erstes. Genau. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin einer, der nicht wild drauf losspielt. Zum einen, weil du jetzt den LS25 auch angesprochen hast. Gut, da habe ich mich ja nun im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Was heißt schlau gemacht? So gewisse Sachen mir bei YouTube angeschaut, was die Kollegen da so zeigen konnten, wollten, durften. Und aber ich werde trotzdem mir erstmal alles durchlesen, die Hilfen, die dabei sind, vielleicht auch das ein oder andere Tutorial spielen. Ja. Also das mache ich so. So blindlings einfach reingehen und gucken, was passiert und alle Knöpfe drücken, das gibt es bei mir nicht. Auch mit anderen Dingen, ob das jetzt technische Geräte sind, ob das jetzt, ja, was fällt mir ein Fernseher ist oder was. Also ich lese mir schon immer erst die Betriebsanleitung durch. Und genauso ist es auch beim Spiel, da ist das Tutorial auch ja, eine Art Betriebsanleitung. Ne? Ja, eben. In dem Sinn schon, ja. Ja, und was macht ihr? Teilt also, uns gerne mit. Ja, genau. Also bei mir ist es so, dass ich das wirklich drauf losspiele. Und echt? Dann, ja. Hm. Und dann mit der Zeit halt guck, wenn ich sehe, wenn es dann irgendwie ein Problem gibt und dann versuche ich das erstmal für mich zu lösen. Und wenn ich es dann nicht hinkriege und dann habe ich dann immer noch Zeit nachzugucken. Aber so geht mir so manchmal auch. Wenn, also so habe ich mal lange Zeit darauf gemacht, wenn ich irgendwie was aufgebaut habe oder sowas. Einfach drauf los. Hm. Und Ding. Aber deshalb beim Aufbauen bin ich dann zu oft auf die Nase gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dass es dann doch nicht so geklappt hat. Und dann habe ich dann doch irgendwann mit angefangen, ja, den Bauplan doch zu nutzen. Aber jetzt so bei Spielen, da bin ich wirklich so. Das ist zum Beispiel bei dem Metal Lord, da ging mir es dann mal, das war ja auch so ein, wie sagt man, ein Spiel, das vorher schon rausgekommen ist, bevor die fertige, also in der Entwicklung, ne? Oder ich weiß, da gibt es einen Begriff, ich komme jetzt nicht drauf. Early Access meinst du? Early Access, genau. Und da kam, habe ich die erste Version gespielt, die war da ganz gut Ding und dann kam irgendwie plötzlich noch ein Update dazu. Und dann ging teilweise von dem, was dann bei der ersten Version gegangen ist, ging dann beim Update dann wieder nicht und so weiter. Und nach dem zweiten Update habe ich gesagt, nee, ich warte jetzt, bis das Spiel fertig ist. Und dann will ich das in Ruhe für mich
durchspielen und nicht dieses Hin und Her und das Ding, das ist überhaupt nichts. Also das mochte ich dann in dem Moment überhaupt nicht. Oder? Und da bin ich eigentlich das Ding, ich war dann lieber, bis das Spiel dann wirklich rauskommt und dann setze ich mich da dran und Micha wird jetzt sagen, tüttel mich da rein. Genau. Kurze Zwischenfrage, du kannst gleich weiter erzählen, wie schnell fährst du? 10. 10, gut. Einpassen hier. Ich würde jetzt mal hinter dir in die nächste Bahn gehen. Vielleicht machen wir dann oben irgendwo weiter oben zurück. Ich kann jetzt durchaus sein, dass du jetzt eine andere Textur hast, habe ich fast die Befürchtung. Ich wollte es gerade einsprechen. Wieso weil das da jetzt? Also weil das hat dann aber was mit der Sämaschine zu tun. Also ich habe eben nochmal geguckt, also Mais sehe ich aus, aber die Textur von der Sämaschine ist eher die für Getreide, sage ich mal. Sehr warum blöd. Hm? Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe nämlich extra nochmal geguckt, aber Mais ist ja bei mir eingestellt, sieht ja auch gut aus so. Bei mir auch, und wenn man auf die Karte guckt, auf F1 drückt und auf Escape drückt und dann ist alles orange, also funktionieren tut's, aber irgendwie hat unsere zwei Maschinen unterschiedliche Texturen. So, ich würde jetzt vielleicht mal, dass wir hier nicht aufeinander immer warten müssen, das ist ja auch blöd. Von oben runter anfangen. Ja, das macht wenn ich den hier am Berg hochkomme, erstmal. Ja, das ist ja unser Härtetest, also unseren Acker sozusagen. Ne? Das ist richtig. Ja, also, wie gesagt, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Das mache ich so nicht, dass ich so blindlings drauf losspiele. Wenn es geht, hole ich mir vorneweg schon mal ein paar Infos. Gerade Manorlords, ich habe ja nicht gewusst, dass es das Spiel gibt. Ich bin durch YouTube aufmerksam geworden, weil verschiedene YouTuber, die gerne solche Spiele spielen, da angefangen haben. Und war das ja noch, war das da schon als Early Access erhältlich? Manche kriegen es ja auch schon eher. Ja, und jedenfalls war ich da. Das ist, glaube ich, immer noch Early Access. Also da ist immer noch nicht die finale Version. Das ist, ja gut, aber es ist ja ein großes Update gekommen. Ne? Es ist ja ein riesen Patch gewesen. Es hat sich einiges getan, schon mehrfach. Mhm. Aber das finale Version ist immer noch nicht raus. Auf jeden Fall bin ich durch die Leute da aufmerksam geworden und habe mir das Spiel dann da auch geholt, weil es mich interessiert hat. Ja. Willst du jetzt da unten bleiben, dann bleibe ich hier oben. Ja. Das ist. Ich hatte es jetzt so. Achso, hätte ich dir auf jeden Fall. Ja, nee, egal. Nee, dass wir im Kreis da fahren. Habe ich das jetzt missverstanden. Alles gut. Alles gut. Hauptsache, der Mais kommt im Boden. Wie wir das machen, ist am Ende wurscht. Ja. Naja, auf jeden Fall würden wir gern wissen wollen, wie ihr das so macht. Auch so. Einschalten, los geht's und Learning by Doing oder auch erstmal lesen, gucken und informieren. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wir alle, vor allem die Alex, weil sie hat sich ja die Frage wieder ausgedacht, sind mächtig gespannt. Also meine Textur sieht aber auch spannend aus hier, ne? Wenn du dann wirklich den Rhein mit dem Hexler nachfahren wolltest, keine Chance hier. Sieht aus, als wärst du besoffen gewesen beim Maislegen. Ja, das ist. Weil Zickzack. Die Bäume den Bogen fahren da, ne? Ist das halt. Zickzack. Ich werde aber jetzt trotzdem eins machen, dass wir einfacher wenden können. Ich werde jetzt mal hier hinten runter zu zwei Bahnen oder drei Bahnen machen. Da müssen wir nicht jedes Mal hier halb in die Botanik fahren. Macht man nicht so, ja, wir wissen das, ne? Falls da jemand schon wieder dann sagt, so geht das ja mal gar nicht. Nein, so geht es auch nicht. Das geht nur bei uns heute so. Ja. Wir nehmen uns die Freiheit. Genau. Wir nehmen uns jetzt auch die Freiheit, mal über Wetter zu sprechen. Hat sich zwar jetzt gravierend gar nichts getan in den zwei Tagen. Nee, so wirklich nicht. Aber doch, vielleicht es hat geregnet. Bei uns einen Tag hat es mal ein bisschen geregnet. Nee, bei uns gar nicht. Nicht viel, aber es hat mal ein bisschen nass gemacht. Das war es aber dann auch schon zum Wetter-Update.
Nee, bei uns macht es gerade so weiter. Heute war wieder ein Tag, wo mehr Nebel war, wie weniger Sonne. Das ist so jeden Tag mal anders bei uns. Einen Tag ist mal mehr Nebel und weniger Sonne und dann anders, da kommt die Sonne doch mehr durch. Dann ist es dann doch auch ein bisschen wärmer. Heute war es relativ frisch mit 14 Grad den ganzen Tag. Boah, aber das ist halt. Boah. Mehr ist da dazu auch nicht zu sagen. Also 14 Grad hatten wir auch und das empfand ich als relativ warm. Das Aber ist. gut, ich bin auch nicht so A, kälteempfindlich und B, ihr habt es generell wärmer. Für euch ist das schon, denke ich mal, ein Unterschied dann, ne? Ja, also das ist schon also für dieses Jahr jetzt das erste Mal, oder im Herbst jetzt das erste Mal, wo es doch auch tagsüber so weit runtergegangen ist, sage ich mal. Ansonsten waren wir jetzt in den letzten Tagen, waren wir immer so 18, 19 Grad tagsüber. Also. Hey, heute früh war es. Also wie gesagt, ihr seht die Folge frühestens am Samstag. Wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf. Und da war es halt Vormittag schon sehr bedeckt. Trüb. Man wollte gar nicht so richtig munter werden, fand ich. Und irgendwie habe ich ja was ausgelassen. Das ist blöd mit dem Bogenfahren, ganz ehrlich. Ja, das kann Also, weil. Die Textur sieht anders aus und ich habe jetzt hier schon wieder was ausgelassen. Ja. Ich glaube, da habe ich es einfacher mit meinen Streifen, wie du mit deinen Defin beiden Streifen. definitiv. Na, weil die eben dann auch Zickzack machen hier. Also das ist. Naja, gut. Machen wir das nächste Mal, machen wir das ein bisschen anders, würde ich denken. Auf alle Fälle. Ja, und dann, wie gesagt, ab Mittag, um den Satz noch zu Ende zu bringen, kam dann doch die Sonne so langsam raus. Und wir waren heute auf dem Fußballplatz. Mein Sohn hatte Spiel. Der spielt ja noch A-Jugend. Der könnte eigentlich auch schon Männermannschaft spielen, aber da die Mannschaft jetzt eine Spielgemeinschaft mit einer anderen Truppe hat, wo richtig gute Jungs dazugekommen sind, hat er sich doch entschieden, diese Saison noch A-Jugend zu spielen. Und die sind noch im Sachsenpokal drin. Und da hatten wir heute Achtelfinale gegen Fortuna Langenau. Das ist bei Augustusburg, wer sich vielleicht hier in meiner Ecke ein bisschen auskennt. Zwischen Eppendorf und Brand-Erbisdorf, um korrekt zu sein. Und die haben wir doch mit 3 zu 1 weggeputzt. Und die Jungs sind jetzt im Viertelfinale. Also das Hut Ja. ab. Die haben sich gefreut, die haben es gefeiert heute wie ein kleines Finale. Schauen wir mal, was noch wird. Jetzt. Das war heute die letzte Mannschaft auf Augenhöhe, sprich, die auch Landesliga spielt. Und die anderen spielen alle höher. Und was jetzt noch drin ist, die Gegner, die da noch uns zugelost werden können, jo, die sind dann schon ein anderes Kaliber, muss man dazu sagen. Ne? Ah ja, gut, ja, kann Das man sind sich wir. ausrechnen, wer da in Sachsen jetzt noch für Dings, der RB, nehmen wir an, oder RB ist wo? noch drin, Lok Leipzig ist drin, die A-Jugend vom CFC sogar noch. Also vom Aue Chemnitzer wahrscheinlich, oder? Fußballclub. Nein, Aue Aue? ist heute rausgeflogen Oh, Aue ist gegen. rausgeflogen. Wie hieß es denn? Bischofswerda. Ja, ich glaube, gegen Bischofswerda sind die rausgeflogen. Oh, siehst du. Tja. Das Gute, oder. Also. Finde ich, was gut ist, wir müssen nicht mehr auswärts fahren, da ja der Niedrigstklässler oder wie nennt man das, also der niedrigste Klasse spielt, das Heimrecht hat. Wobei die Jungs eben auch gerne mal vielleicht, wenn es denn so weit käme, nach Leipzig fahren würden oder was, um gegen RB da anzutreten. Aber das wird nicht sein, das sind Heimspiele, ist für mich als Zuschauer und für viele andere natürlich wieder schön, weil wir haben es nicht weit. Klar, eben, das ist richtig. Na. Ah, bin ich echt gespannt, aber ich denke, ja, die Luft könnte jetzt dünn werden, ohne dass ich denen zu nahe treten will. Aber die jetzt kommt, das ist alles Leistungszentrum und wir machen Amateursport. Zweimal die Woche Training, die haben mindestens fünfmal die Woche Training. Na, also da wird es, denke ich, schon die Luft dünn. Aber warum sollen die nicht immer einen schlechten Tag haben und wir einen richtig guten und die Überraschung gelingt? Das Wunder Ja, von. eben. Bern gab es schon mal. Vielleicht gibt es noch unser Wunder hier. Ja, eben, was denn?
das ist ja. Im Pokal ist alles möglich, sagt man ja, ne? Und noch ein paar Phrasen rauszuhauen. Das ist ja das. Das beste Beispiel ist ja gerade unser CFC, ne? Die haben im Pokal Dresden rausgekegelt, ein super geiles Spiel gemacht. Ich habe es im Fernsehen gesehen, mein Sohn, der war mit dem Kumpel zusammen im Stadion, live sogar. Und was soll ich sagen, also wunderschön anzusehen. So, was die dann aber in der Liga bieten, sorry, falls jetzt irgendein CFC-Fan dabei ist, das ist unterirdisch. Aha. Also ich habe bloß mitgekriegt, dass sie Trainer rausgeschmissen haben. Oder? Ja, die haben jetzt einen neuen, kann man noch nichts sagen dazu, ne? Aha. Nee, ich habe das bloß mitgekriegt, war ein bisschen erstaunt, dass das ja alles, also zumindest der Tivert und wie heißt der Anna, dass das ja alles ehemalige FC, also Kaiserslautern-Spieler sind, wo sich da irgendwie wieder getroffen haben in Chemnitz, ne? Ja, das sind so viele Dinge, ne? Oh, ich sehe es in der Richtung, sehe ich es auch wieder schlecht mit der Textur hier. Ja, das sind so viele Sachen. Aber weil du gerade Kaiserslautern ansprichst, ne, was haben viele geschimpft über den ehemaligen Trainer von Dynamo Dresden, ne? Ja, ja, klar. So, und der ist jetzt in Lautern Trainer und hat das erste Spiel kleinen Erfolg gefeiert, ne? Ja, gut, mittlerweile hatten sie auch schon wieder, waren sie auch schon wieder dran und haben gesagt, wie kann man den einstellen? Aber nach den letzten zwei Erfolgen da jetzt gegen Düsseldorf und gegen und Paderborn, genau. Ist jetzt wieder alles eitel Sonnenschein. Jetzt haben sie gestern Abend sich auch ganz gut in Stuttgart verkauft, im DFB-Pokal. Und jetzt plötzlich ist das natürlich, ist es nicht der Anfang vom Ende, sondern der Anfang vom Anfang. So schnell geht es innerhalb von zwei, drei Spielen. Hinter muss ich jetzt gar nicht mehr, ne? Nee, wir haben da bloß noch so kleine Ecke. Ich glaube, du bist schon fertig, René. Jetzt sind wir doch schneller. Gut. Ganz, ganz flott wird's Dings. Und vom Saatgut her, ich habe noch 67%. Ich habe noch 50. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Na gut, egal. Ich würde da schon mal zurückfahren zum Hof. Mach das. Und mich mal mit dem Düngerstreuer befassen. Genau. Wir müssen ja noch ein bisschen was düngen. Aha. Sprich unseren Hühnerfutteracker, wie wir ihn getauft haben. Und oben das Feld, ne? Da wo ich vorhin ursprünglich hin wollte. Und das hier eigentlich auch gleich. Könnten wir auch gleich was draufschmeißen. Na, mal schauen, ja. Obwohl, wir sind viel zu schnell heute. Wir sind viel, absolut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell mit unseren Einzelkern das Feld hier bearbeiten. Ja, ist jetzt auch kein Riesenacker, ne? Muss man dazu sagen, aber ich hätte auch gedacht, dass das länger geht. Ja, mit unseren Breiten, ich glaube, du hast 2,70 Meter, wenn ich es richtig weiß noch. Und ich habe gerade mal 3 Meter, aber gut, zusammen sind es auch fast 6, ne? Ja, eben. Ne? Wenn du jetzt mit einer 6 Meter Maschine fährst, bist du schon ruckizucki durch. So. Ich starre schon wieder gebannt Richtung Bahnübergang, Richtung Schranke. Und also was ich noch gesehen habe, das rote Warnlicht geht eher an, als die Schranke zugeht. Ah. Also er ist mal nicht auf der Karte Zug, er kann jeden Moment rauskommen. Oh, ich bin drüber, Gott sei Dank. Ich auch. Ach, du bist hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Okay. Naja gut, jetzt haben wir ganz schön reichlich über Fußball gesprochen, aber bin froh, dass wir überhaupt was zum Sprechen hatten. Ja, eben, das Wetter geht nicht so viel. Nee, und eine Schweigefolge wollen wir auch nicht machen, eben. Also und da müssen wir schon was erzählen. Eben, und da wir da beide doch ein bisschen Fußball interessiert sind, und dann kommt es irgendwann zwangsläufig. Vielleicht wird der eine oder andere Nicht-Fußball-Fan jetzt die Augen aufgeschlagen haben. Oh, haben die kein anderes Thema? So. Hier werden wir jetzt das nächste. Ein Problem ist es nicht vielleicht, aber hier werden wir wieder ganz schlecht sehen, wo schon gedüngt ist und wo nicht. Hier kann man einfach nur reichlich draufhauen.
Ja, eben. Würde ich mal sagen. Das stimmt. Bisschen sachte hier ums Eck. Jetzt haben wir aber ganz schön Strohballen auch vertan, sehe ich gerade, ne? Wobei, Ja, die haben wir ja quasi alle geschenkt gekriegt. genau. Ja. So, die Sämaschinen wieder da, wo hinterm Schlepper quasi da rein, oder? Ich Weil die ist ja weiß es nicht, voll. die habe ich jetzt, die ist ja neu, müssen wir noch einen Platz für suchen. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo einen haben. Ich würde die jetzt erstmal wieder da hinten reinschieben. Genau, schieb die erstmal rein, das ist ja kein Problem. Dass wir das weg haben. So. Na gut, nicht übertreiben. Aber sie funktioniert Achso, gut. du möchtest Oh, denn sorry. mit dem Nee, weiterfahren? nee. Wollte ich nicht, sorry. Ich habe dich bloß nicht jetzt reinfahren sehen. Das war mein Problem. Oh, Füße weg. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht mit dir gerechnet. Achso, bin ich zu schnell. Alles gut. Ich wollte eigentlich wechseln. Ich wollte in den Ford steigen, dass wir auch ein bisschen Abwechslung haben, ne? Was die Fahrzeuge angeht. Wir haben ja genug. Eben, Und wir ich nehmen wollte. auch deswegen den Düngerstreuer, weil mit der Spritze hier, das sieht aus wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Auf Auf alle dieses Fälle, ja. Minifeld. Das auf alle Fälle, ja. Das tun wir uns nicht an. Aber die Spritze ist schon gut. Und für größere Flächen. So, jetzt müssen wir erstmal vorfahren und müssen Dünger laden. Was hast du dir jetzt noch vorgenommen? Also. Ich hol den Un, hab den Unimog noch rein Ach so, ja, stimmt. zurückgeholt. Den war unnötigerweise. Aber gut, das wusste man jetzt auch nicht, dass das. Wie sagt man so schön, haben ist besser als brauchen. Genau, so ist es. Ne? Nee, ich würde mich dann doch auf den Aurenschlepper suchen und würde die Striegel dran machen, weil wir haben das Feld 41, das muss ja noch gestriegelt werden. Das sehen wir jetzt zwar nicht unbedingt beisammen, aber wir hören uns ja. Ja, genau. Ne? So, oh, das ist Dünger hier. Ja, genau. Warum lädt er den Dünger nicht? Ich habe den Streuer ausgewählt. Düngerstreuer anschalten, entladen, Düngerstreuer befüllen. Macht er nicht. Mineralgemisch. Jo, warte Noch mal. Kalk drin? Nee, Nee, noch ein da geht bisschen. wieder, da geht dann wieder, das, irgendwas ist mit meinen Tasten wieder. Ich weiß nicht was. Mal So. aussteigen, einsteigen. Habe ich gerade Das ist. probiert. Ach so, hast du probiert? Ich krieg's Das nicht ist. geladen. Versuch du mal. Ja, Hab's auch geht. über die Tastatur versucht. Nee, geht. Da habe ich schon wieder eine Aufgabe. Muss ich schon wieder suchen, wo hier mein Problem ist. Danke erstmal. Bitteschön. Warum macht ihr das nicht? So, und da können wir ja gleich hier hinten die schwarze Ausfahrt, hätte ich beinahe gesagt, benutzen hier. Die kurze. Und dann fange ich gleich hier vorne an. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit das Ding schmeißt. Ich muss mal ein bisschen weiter weg. Naja, so weit hätte ich jetzt fast gemeint. Das sind vielleicht so 10, 12 Meter, was der schmeißt. Und da wir es nicht sehen, wie gesagt, viel hilft viel. Kompletter Blödsinn eigentlich heutzutage, ne? Ja, ist krass. In Zeiten, wo jedes Düngerkorn gezählt wird und einzeln abgewogen wird, übertrieben gesagt. Aha. Das Aber wir ist sind ja. ja Gott sei Dank hier noch in einer Zeit unterwegs, wo das noch nicht der Fall war. Genau. Nee, das, also gerade Mineraldünger wird ja jetzt
in Goldblatt aufgewogen. Naja. Das ist ja. Wie gesagt, ich sehe es jetzt ja gar nicht. Ich mache jetzt einfach so frei Schnauze, wie man so schön sagt. Sollte eigentlich schon passen. Vielleicht legen die Hühner dann viel, viel größere Eier. XXL-Eier oder so. Wenn die Weizenkörner dann auch groß wie Tennisbälle werden. Naja, ich merke schon, jetzt wird's Quatsch. Ich hör auf. Zum Glück ist auch kein Gewässer hier, wo der ganze Dünger reinfliegt. Oh je, oh je, oh je. Aber naja, wie gesagt, wir wollen ja für gute Laune, für ein schönes Wochenende sorgen und dazu gehört auch, dass wir ein bisschen lachen können und uns mal einen Scherz erlauben. Ich denke, es sollte von der Überlappung her schon so ganz gut passen. Ich gucke dann mal auf die Karte. Oder du kannst vielleicht mal schauen, wenn du magst. Ich guck mal, ja, ich mach dein Navi, warte, ich guck. Machst mal Lucky Lucky. Ich glaube, ich muss nicht nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Nee, das sieht gut aus. Wenn du jetzt geradeaus runterfährst, dann dürftest du. Ist alles fertig. Müsstest du es haben, genau. Sehr schön. Das ist eh ein bisschen streifig, das Feld, komischerweise. So. Aber das ist, sieht gut für die. Unter den Umständen ist es durchaus gut gemacht. Klingt ein bisschen wie... Es klingt ein bisschen wie... Ja. Nee, du siehst, und Senior, es ist Senior. Jeder, der LS spielt, weiß, wenn da schon mal eine Wachstumsstufe drüber gelaufen ist, sind das erschwerte Bedingungen. Ich weiß, ich wollte auch bloß mal einen Spaß machen. Ich weiß doch, wie du es meinst. Ja. So, ich habe noch 67%, das sollte doch für das Feld hier oben reichen. Das sollte noch auf jeden Fall reichen. Und hier sollte man jetzt auch was sehen. Rein hypothetisch. Ja. Hier sieht man was. Ganz im Gegenzug zur alten Liebe. Letzte Woche, ne, haben wir ja auch das Problem gehabt. Wir haben uns noch gefreut. Ja, wir sind im selben Ingame-Tag. Heute funktioniert das. Pustekuchen. Genau. Nee. Nichts hat funktioniert. Ich bin echt mal gespannt dann, wenn wir hier auf der Karte dann irgendwann mal auch Gülle haben. Ob es da optisch anders aussieht. Wie auf der Frühling. Ob das wirklich irgendwie eine andere Textur verbaut ist auf der Frühling oder was, das ist höchst merkwürdig, muss ich sagen. Weil ich kenne es von anderen Karten auch, wo ich so drauf spiele und auch Kalle-Karten, ne? Also ich will jetzt ja nicht sagen, dass das an der Kalle-Karte liegt, aber gerade auf der Alteiche oder so, dort habe ich auch Dünger ausgebracht, also in Form von Gülle ausgebracht. Auf der Wiese und das hast du wunderbar gesehen, dass das so dunkel geworden ist, so wie hier auf dem Feld. Ah, eben. Nee, das, so. Wir haben es ja auch auf der Gräbach. Ja, schon. Ja, so. Haben ja auch viel Gülle auf die Äcker drauf gefahren und auch aufs Gras, auf die Wiese drauf gefahren. Und das hat immer wunderbar funktioniert. Also ich verstehe es nicht. Nee, ich auch nicht, ganz ehrlich. Und das kann ja jetzt auch nicht am Fass liegen, oder? Nee. Das ist ja, das wird ja erkannt als Gülle oder als Dünger. Wird es ja erkannt. Von daher eben. kann das nicht sein. Eben. Naja, auf jeden Fall sind wir da um eine Erfahrung reicher geworden, aber Lösung haben wir trotzdem noch keine fürs Problem. Nee, absolut nicht. Das ist mysteriös.
Aber es gibt ja, gibt's ja noch öfters so, so mysteriöse Sachen auf dem LS. Ja, und das wird nicht aufhören. Das wird doch mit dem neuen LS-Teil auch wieder Sachen geben, die vielleicht unerklärlich sind. Am Anfang auf jeden Fall und vielleicht später gibt es dann eine Erklärung oder eine Lösung. Genau, das wollte ich gerade sagen. Am Anfang auf alle Fälle. Was den 25er angeht, ist jetzt in den zwei Tagen auch nichts Neues rausgekommen. Außer jetzt, Randy hat ja noch ein Video gemacht. Ich glaube nicht, ob es da einen Trailer gab von Giant, sondern nur Fotos oder Screenshots dieser dynamischen Bodenverformung oder wie die es nennen. Ah, da muss irgendwas, bisschen was haben sie gezeigt. Wie gesagt, ob das jetzt ein Film war oder Bilder, kann ich da auch nicht sagen. Ich habe da bloß die Überschrift wieder gesehen. Ich habe sein Video auch noch nicht angeguckt. Und naja, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also wenn das so wird wie mit den Fahrspuren hier, nach einer gewissen Weile, man kann ja die Fahrspurenentfernung einstellen, jetzt im 22er bis auf 400, glaube ich, ne? Oh, oh, jetzt ruckt es. Jetzt bin ich fast über den Hof geflogen hier. Ja, also, und dann verschwinden die Fahrspuren ja wieder. Also, wenn die Bodenverformung dann auch verschwindet, ne, also dann sage ich mir, dann sehe ich zu, dass ich das ausschalten kann, weil das ist ja der größte Blödsinn dann. Ja, klar. Also, wenn ich Vertiefung mache mit meinem Traktor, der 6, 7 Tonnen wiegt, ne, dann müssen die bitte schön noch bleiben. Naja, sonst brauche ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie viel Ressourcen das Feature dann frisst, wenn es. Wenn dann die ganze Spur nicht mehr auf der Karte überall bleiben. Ich war keine Ahnung. Es gab schon mal eine Meinung von jemandem, habe ich gehört, dass es so lange, wie du im Spiel bist, bleibt und wenn du dann rausgehst, speicherst und das nächste Mal reingehst, dass es dann weg ist. Ja gut, das ist ja jetzt auch im Endeffekt bei den bei den Spuren, also bei den Spuren oder bei den die du ja jetzt hast, ohne Vertiefung, ist es ja im Endeffekt genauso. So, jetzt bin ich natürlich auch schon fertig. Ah, du kannst jetzt einerseits, könntest du, wenn du magst, zu mir kommen oder du kannst noch da aufs 19, wo wir eben angesehen haben, noch das, was drauf. Das wäre jetzt noch mein Plan. Jetzt will ich gerade mal was gucken hier. Jawohl, in der Spritze ist Dünger drin. Dann würde ich vielleicht auf das große Feld mit der Spritze mal rausfahren. Ja, das kannst du machen. Dort macht es ja, sag ich mal, noch halbwegs Sinn, das Ding. Ne? Es ist nicht gar so groß. Und das coole Gerät hier, das muss man mal wieder bewegen. Ich finde das nach wie vor urig. Ja, da haben wir doch heute, also muss ich sagen, viel, viel mehr gearbeitet, viel, viel mehr geschafft, wie ich gedacht hätte. Nee, du warst schon richtig mit deinem Satz. Wir haben viel, viel mehr gearbeitet, wie wir eigentlich wollten. Wir wollten eher zur Ruhe kommen und irgendwo uns in die Sonne setzen. Nee, ist Quatsch. Aber wir haben wirklich viel geschafft und dadurch, dass wir zu zweit alles zugleich fast gemacht haben, geht es natürlich schneller und ja, die Flächen sind auch nicht so groß, ne? Das sind ja alles bloß. Also, das waren die kleineren Felder, die wir heute bewirtschaften haben. Ne, da müssen wir dann mal gucken, wie es nächste Woche dann noch, oder wann nächste Folge dann weitergeht. Ob wir dann. Na gut, wie du gesagt hast, wir werden dann erstmal schlafen und dann haben wir dann erstmal den Vieh gekauft beim nächsten Mal. Genau, das könnte Überraschungen geben. Wollen wir mal schauen mit den Kälbern, ob das funktioniert. Ja. Oh, jetzt stoppt er mir ja fast berghoch. Komm. 12, 11, was ist sie jetzt hier? 10, 9. Wie viel hat denn das Ding PS hier? Der Ford, der hat schon. Nein, der MF, die Spritze hier, der Knicker. Ach so, nee, der hat nicht viel, glaube ich. Oh. Warte mal, ich guck mal. Also, ich glaube, der hat nicht unbedingt so arg viel. Gefühlt hat er gar nichts. Wenn dann das Fass noch voll ist, wahrscheinlich. Oder? Nee, es ist drei Viertel voll. 75 PS hat er. Naja, gut. Ach, hier 7 km/h, den kleinen Buckel. Bloß dann runter geht's im Bahnübergang. Oje, oje, oje.
Du musst mir ja schon wieder genau überlegen, wie ich auf dem Feld fahre da drüben. So. Hier, zweiter Videobeweis, wer das Video jetzt erst schaut. Die Lok ist schon fast am Ende des Bahnübergangs, also schon fast drüber über die Straße, da geht die Schranke erst zu. Also hier müssen wir mit der Bahn reden, dass das so geht, das nicht. Okay. Also die müssen mal ihre Synchronisierung der Bahnübergänge überprüfen. Das ist ja lebensgefährlich hier. Das habe ich immer schon gesagt, die Karte ist lebensgefährlich, was die Bahnübergänge angeht. Wie gesagt, ich weiß nicht, hatte ich schon mal erzählt, im LS19 habe ich ja mit einigen anderen Leuten zusammen im Multiplayer gespielt auf der Felsbrunn. Jeder hatte seinen Hof und ja, jeder wollte vorwärts kommen, ne? Und dazu mal gab es diesen Easy Development Mod noch nicht. Einen starken Bauern gab es, glaube ich, damals schon, aber Easy Dev gab es nicht. Jedenfalls ich unterwegs, wer die alte Felsbrunnen noch kennt, mit zwei großen Anhängern, Drehschemel-Anhängern mit Getreide wollte es verkaufen. Ne? Gut Geld machen und vorwärts kommen. Und da hat mich am Bahnübergang der Zug erwischt. Und der hat mich dermaßen hochkatapultiert mit den Anhängern zusammen auf die Oberleitung. Hab ich auf der Oberleitung gehangen und kam natürlich nicht wieder runter. So, wir hatten keine Möglichkeit. Du hättest nur zurücksetzen können. Ja, wer macht denn das, ne? Ist ja dein Anhänger leer. Eben wollte ich gerade, ja, genau. Das ist ja. Also haben wir dann einen großen Radlader einer geholt und haben dort versucht, wirklich über eine halbe Stunde lang den Zug da wieder runter zu. Zwischendurch kam natürlich der richtige Zug noch ab und zu. Mussten wir noch auf die Seite gehen. Also ich war ja safe oben drüber auf der Oberleitung. Also da gibt's leider Gottes keinen Videobeweis davon. Aber das war riesengroßes Kino, ganz ehrlich. Ich kann mir was vorstellen. Ja, man hat da schon einiges probiert, weil man sich da auch irgendwo ja auf die Seite oder sonst wohin katapultiert hat. Du hast versucht zu lenken. Abhängen wollte ich natürlich auch nicht, die Anhänger, weil ich dachte, naja, wer weiß, was dann passiert, ne? Ah ja. Ach nee, das war eine Aktion. Sehr schön. So, also mit der Spritze ist es natürlich hier eine ganz, ganz schnelle Sache. Das hast du wahrscheinlich die komplette Breite, oder? Könnte man fast vorstellen. Naja, das nicht, aber es wird drei lange Bahnen geben, schätze ich mal. Das Einzige ist, dass er eben verdammte Anfahrschwäche hat. Aufgrund des Leistungsmangels. Wie sagte man mal so schön, Schadstoff stark und leistungsarm. So, kommt noch ein Stück, kommt sie, sonst ist ja mein ganzer Flüssigdünger alle. Also so ein bisschen eine Erhebung oder so, dann kommt uns Spitzen. Deswegen muss ich jetzt das steile Stück erstmal runterfahren. Hier haben wir gedüngt. Boah, ist ja wirklich ganz schön enorm, die Breite hier. Ja, und bergab muss man da natürlich auch bremsen, wie verrückt. Uiuiuiui. Abenteuerlich. Ich bin echt gespannt auf den Samstag, wenn das Video rauskommt, dass ich mir das mal angucken kann, was du da so treibst. Ich versuche rückwärts hochzufahren, das funktioniert schon mal gar nicht. Also drehen wir rum. Nehmen den Schwung vom Umlenken mit. Fahren im Prinzip eine 8. Und
schalten das Ding wieder an und fahren wieder zurück. So, und dann bleibt mir noch ein kleiner Streifen. Du kannst es ja gerne auf der Karte mal verfolgen. Ich kann, genau, das kannst du zumindest gar nicht mal gucken. Es geht auf jeden Fall zügig. Oh, man sieht's, ja. So, jetzt haben wir hier noch das. Und das krieg ich wohl gar nicht mit einmal gedüngt. Hier unten bleibt noch ein Mini-Dreieck. Jetzt will ich mal gucken. Ich könnte ja dann die Teilbreiten abschalten. Ah, wo hatte ich denn mir das draufgelegt? Jetzt muss ich erst mal gucken. Ah, nee, ich weiß gar nicht, ob wir den Mod dazu haben oder geht das bei dem? Brauchst du eigentlich keinen Mod. Ach so. Du musst es bloß auf irgendwelche Tasten legen. Oh. Ich probiere jetzt lieber nicht rum, nicht, dass noch irgendwas anderes schief geht, zumal ja meine Tastenbelegung irgendwie gerade nicht ganz up to date ist. Ich sag's immer wieder, ich wünsche mir ein Gamepad, da ich ja Gamepad-Spieler bin, mit noch mindestens 5 Tasten mehr, die ich frei belegen könnte. An alle Gamepad-Hersteller, die jetzt hier reinschauen und das sich angucken, baut mir mal sowas. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der mit der Meinung dasteht. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, ich habe vieles noch auf der Tastatur, aber wenn du Gamepad-Spieler bist, dann hast du beide Hände am Controller. So muss ich dann wieder rüberfassen zur Tastatur und so weiter und so fort. Also das würde ich mir als Weihnachtsgeschenk wünschen. So. Ich kann Vollzug melden. Sehr schön. Auf Vollzug, da ist wieder Zug mit drin. Das ist kein gutes Thema. Das ist kein gutes Thema. Ja, also die 75 PS sind eigentlich hoffnungslos zu wenig. Aber wenn er dann einmal losgeht, dann geht er los wie die Sau. So, wenigstens einmal in dieser Folge am Stoppschild anhalten. Wenn du jetzt aus der Gegenrichtung kommst, da sehe ich zwar das Tunnelende, aber da bin ich fast geneigt zu sagen, ich warte hier, bis der Zug durch ist. Jetzt kommt er gerade. Oh, ich bin noch weit genug weg, Gott sei Dank. Also heute dreimal hier das Glück gehabt. Das ist, hätte dreimal mein letztes Stündlein sein können. Ja, das ist aber ein großer Zufall, dass das wirklich jedes Mal, wenn alle drei von vier, ne? Schon viel. Also oft sieht man den Zug eigentlich gar nicht. Ja. Ich ziehe den irgendwie magisch an. So, komm. Zieh, kleiner, zieh. Jetzt kommt das steile Stück. Uiui. 4. Runtergeschalten. 7. Ich glaube, wenn das Fass hinten richtig voll ist, dann. Da hat man Spaß wahrscheinlich, wenn man da. Auf der Karte hier. Ich überlege gerade, was gibt es denn noch für Karten, wo es so recht steil zugeht? Also, ich weiß nicht, die Alex und ich mehr spielen, haben ja zur Zeit lang die Mini-Runden gespielt. Da sind wirklich schöne Höhen drin. Und da sind teilweise, da ist die BGA zum Beispiel, die ist auch ganz oben. Wenn wir da einen Ballenauftrag mal gemacht haben am Anfang, um mal ein bisschen Geld zu verdienen, da haben die kleinen Schlepper, wo du da am Anfang hast, die haben da ganz schön Probleme, die Ballen da hochzubringen. Also da, das sind arge Steigungen drin, muss ich schon sagen. Ja gut, die Karte kenne ich gar nicht. Aber was mir jetzt noch so spontan einfällt, LS Standardkarte, Erlengrad. Da ist es teilweise sehr steil. Und auch die 19er Standardkarte, Felsbrunn.
Ich hatte ja meinen Hof, wer die Karte noch kennt, also vorm geistigen Auge ganz oben rechts. Auf der Map war mein Hof. Also ich musste jedes Mal aus dem Tal bis ganz hoch. Ah ja, klar. Und ich weiß noch, ich habe mir damals für dieses Multiplayer-Projekt dann, wo es finanziell möglich war, auch mal einen richtig gut motorisierten MB-Truck gegönnt. Und später hatte ich dann einen, was war denn das, in New Holland, glaube ich, auch ein T7. Hm. Mit auch ordentlich Muckis unter der Haube, weil, wie gesagt, einen vollen Anhänger mit irgendwas da hoch, Dünger oder Kalk, unter 400 PS ging da nichts. Oder du hättest mit dem kleinen Einachser Strautmann fahren müssen. Dafür eben 30 Mal oder so. Ja, eben. Nee, also das ist schon alles krass. So, was machen wir unsere Borstis hier? Weil ich würde sagen, ich werde jetzt nicht noch was anfangen. Du wirst ja vielleicht dann hier... Ich bin nur im Rückweg, ich bin gleich bei dir. ...auf dem Weg zu mir sein. Sag mal, sind die schon gewachsen, die Ferkel? Doch, hä? Ich weiß nicht. Die waren doch nie so klein. Warte mal, hier sind noch ganz kleine. Hä? Nee, wir hatten von allen, wir hatten auch ein paar Läufer gekauft, ne? Genau, ja, wir hatten alle Größen hatten wir. Wollte jetzt gerade sagen, haben die so ein Kraftfutter gekriegt, dass die in ja, ein, zwei Ingame-Tagen hier... So schnell geht's hier doch nicht. Ja. Der Eber sieht doch cool aus. Das ist noch... Der steht sich hier gegenüber mit so einer weiblichen Sau, sagt man ja, ne? Ja, Sau. Und die schauen sich hier tief in die Augen. Naja gut, ich drehe mich mal lieber rum, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Was nicht jugendfrei ist. Nee, passiert natürlich nicht, ne? So, da kommt der Jörg schon angedonnert. So, was ist da? So, da kann man ja Vollzug melden. Ich würde mal kurz ins Menü gucken. Also, wir haben Bodenbeschaffenheit. Die 19, wo ich jetzt draußen war, müssten wir noch walzen, ist klar. Genau. Mhm. Die 5 hatten wir das letzte Mal gewalzt, das ist auch korrekt. Warte mal, wieso habe ich denn das Düngen ausgeschaltet? Müssen jetzt überall noch die zweite Düngestufe dann drauf machen, logisch. Und du warst unten auf der 41 und die genau. Ist komplett fertig. Die ist fertig jetzt, ja. Kalk braucht auch nichts. Nee, das sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Genau. Bis aufs Walzen sind wir eigentlich ja. Soweit. Das Walzen müssen wir ja auf jeden Fall noch machen, bevor wir schlafen gehen. Eben, genau deswegen. Sonst bringt es ja nichts, ne? Eben. Mhm. Und dann können wir aber beruhigt hier zu Bett gehen und nächsten Tag einläuten und dann hoffentlich nächstes Mal hier Leben in den Kuhstall bringen. Tja. Dann würde ich sagen, für heute war es das. Wir haben uns jetzt, denke ich mal, ja, einen schönen Kaffee verdient. Schönen Kaffee. Ja, schön Erzgebirge Blechkuchen, hätte ich jetzt mal Lust drauf. Ja, hätte ich prinzipiell auch. Ich hätte jetzt noch spontan was anderes. Ich hätte jetzt gerne ein Stück Schwarzwälder Kirsch gehabt. Ach, sieh. Nee, also ich würde schon... Aber ich nehme auch noch so einen Blechkuchen dazu. Also 2 Stück gehen hoch. Jesus. Gut, wir schweifen schon wieder ab. Wir kommen schon wieder ans Thema Essen. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Vielleicht fällt uns da was ein. Wir machen mal was über Kuchen zu sprechen. Da bin ich auch immer dabei. Genau. Weil Backen. Ah, das wäre eine Frage. Da müssen wir mit Alex reden. Ja, jetzt haben wir schon zu viel verraten. Oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ne? Also, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und schönes Wochenende von uns. Genießt es und ja, mehr sage ich nicht. Lasst dem Jörg den Rest und macht's gut. Bis denn. Tschüss. Ja, ich hoffe auch, dass euch gefallen hat, unsere Stunde heute. Wir haben dann doch
noch ein paar Themen gefunden, wo wir uns drüber unterhalten konnten. Ist dann doch nicht so ganz stumm geworden. Ne? Und ja, wie gesagt, denkt an die Daumen. Und über jeden Kommentar freuen wir uns ja auch. Ne? Und ja, ansonsten von mir auch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.